Der Bürgersohn Siegfried wird zu einer Party in einem Bordell eingeladen von zwielichtigen Freunden. Dort lernt er Odette kennen und verliebt sich in sie. Doch sie ist mit einem Zauber von Rotbart belegt. Er ist der Zuhälter der Bordsteinschwäne. Die Liebesgeschichte erzählt aus heutiger Perspektive mit klassischer Musik und modernem Tanz. Für den schwedischen Choreografen Frederick Reitman ist Tschaikowski dafür sehr gut geeignet. Meiner Meinung nach hat die klassische Musik viel Kraft. Und das ist auch der Grund, warum der Schwanensee ein Klassiker ist. Es ist sehr gute Musik. Und wenn man sich die Show ansieht, bekommt man das Gefühl, die Musik sei geradezu für Streetdance geschaffen. Streetdance, schnelle Beats und Hip-Hop machen den Ballettklassiker zu einer spektakulären Inszenierung. Und auch wenn die Liebesgeschichte nicht gut ausgeht, so siegt zumindest das Gute über das Böse. Eine Geschichte, an der sicher auch Tschaikowski seine Freude gehabt hätte.